Cambiame la mente para recordarte, bebé. Baby, el que se enamora pierde. Por eso ya te olvidé. Te digo que te amo. No es verdad. El calentón me pone mal. Sabes que no estoy para jugar a la pareja. Idea. Se me va a hacer show acá y abajo la sabana. Me gusta que te dejes llevar. No quiero más que pasarlo, no, no. Que nos llevamos muy bien, yeah, yeah, yeah. Tengo ganas de quitarte las ganas que se te van. Tú encima de mí, juro que eso voy a recordar. YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Training besteht momentan aus einer Mischung von Gym, Homeworkouts und natürlich Yoga. Heute war ein Ganzkörper-Homeworkout aus meiner, wenn dieses Video online geht, bereits veröffentlichten App dran. Wow, der Satz war sehr verschachtelt. Genau, ich habe heute Ganzkörper trainiert, zu Hause, ihr habt es gesehen. Und ja, es ist einfach so krass zu sehen, dass die App jetzt draußen ist und dass man mit ihr trainieren kann. Also oh, das ist so ein crazy Gefühl. Und ihr könnt euch immer noch anmelden für die Entdecke Deine Kraft Challenge. Dieses Workout ist das erste Workout, das da stattfindet. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das Workout ist auch ein sehr schnelles Workout und generell dauert in dieser Challenge nichts länger als 45 Minuten. Also es passt gerade auch einfach perfekt in meinen eigenen Alltag. Heute ist wieder so ein Tag, wo so viel aus so vielen verschiedenen Ecken zu tun ist. Und ja, ihr könnt mich gerne dabei begleiten. Ich trinke außerdem während des Workouts, also egal ob es Homeworkout ist oder Gym, immer ein Intra-Workout von veganem Clear Protein. Und danach gibt es direkt einen Shake von veganem Nicht-Clear Protein, von normalem Protein. Es ist einfach sehr convenient, so den Eiweißbedarf zu decken und ja, ich sehe auch keinen Grund, warum man es nicht machen sollte. Besteht aus Proteinbrot, Guacamole und Rucola. Das habe ich ein bisschen gewürzt mit Avocado-Topping und dann am Ende ein bisschen gesalzen. Und dazu gibt es natürlich wieder einen Chai. Und ich wollte noch mal kurz auf meine App zurückkommen. Und zwar die Entdecke Deine Kraft Challenge. Ist eine Challenge bestehend aus Yoga und Homeworkouts. Also ihr braucht kein Equipment. Das Einzige, was euch helfen kann, ist eine Matte. Ansonsten braucht ihr absolut gar nichts. Und wie gesagt, es sind immer nur 45 Minuten Einheiten. Trotzdem sehr, sehr, sehr effektiv. Und das ist alles in eine Reihenfolge gebracht, die sehr, sehr viel Sinn macht. Ich mache das jetzt schon seit, boah, ich weiß gar nicht, seit vielen Jahren, dass ich das alles vermische. Und damals dachte ich immer, ich müsste mich für eine Sache entscheiden oder ich kann nicht das und das machen, bis ich mich von diesem Glaubenssatz gelöst habe und dann Schritt für Schritt für mich erarbeitet habe, wie es einfach am besten funktioniert. Und ja, diesen Plan gebe ich jetzt an euch weiter. Ihr könnt das sehr, sehr gerne ausprobieren. Und diese Challenge, abgesehen davon, dass ihr am Ende, und das garantiere ich euch, mit sehr viel Kraft daraus geht, mental, aber auch körperlich, könnt ihr natürlich auch etwas gewinnen. Es gibt Preise, und zwar ist der erste Preis ein Jahr lang
die Mitgliedschaft der App. Der zweite Platz ist ein Yoga-Bundle, also bestehend aus einer Yogamatte, Blocks und Yoga-Gurt. Und der dritte Platz ist ein Journal. Also es lohnt sich so oder so mitzumachen und es ist einfach so cool. Es steckt nicht nur die Arbeit, die in dieser App drin steckt, sondern auch einfach jahrelange Erfahrung und alles, was ich gelernt habe. Und ich freue mich so sehr, das an einem Ort alles mit euch teilen zu können. Deswegen, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und jetzt aber erstmal essen, weil ich habe so Hunger. Meine zweite Mahlzeit ist dieses Porridge und das habe ich getoppt mit Trauben, Mandeln und Walnüssen und Agavendicksaft. Und wie ihr gesehen habt, ist da Apfel drin, goldene Weintrauben, wollte ich schon sagen. Wie heißen die denn? Rosinen? Goldene Rosinen und eine Pflaume. Ich habe unter anderem auch so viel zu tun. Zum einen klar der Lounge, aber auch weil wir morgen wegfahren und deswegen bringen wir jetzt die Katzen weg. Es bricht mir jedes Mal das Herz, sie wegzubringen oder hier zu lassen oder so. Aber ja, das. Milo, Milo, komm mal her. Oh. Mein Schatz. Die gehen jetzt ins Ausflugszielhaus. Ins Ausflugszielhaus? Ja, da wo ihr geboren seid. Das meinte ich. Da seid ihr geboren. Da ist der zweite. Hallo. Ja. Na du? Meine kleine Babys. Ich könnte sie zerquetschen. Wir haben Milo und Sam jetzt gut weggebracht und ich esse jetzt erstmal einen Proteinriegel, bevor ich mir was zu essen mache. Ich habe so dermaßen Hunger, also ich halte gar nicht mehr aus. Und genau, es ist auch schon super, super spät, deswegen mache ich gleich irgendwas ultra schnelles mit irgendwelchen Sachen, die wir haben, einfach irgendwie zusammen mixen und fertig. Ich gucke gleich mal. Und genau, da wollte ich euch noch fragen, habt ihr Empfehlungen für vegane Proteinriegel. Den hier habe ich noch nicht probiert. Der ist jetzt von Koro. Ich bin gespannt. Ja, schreibt es mir ganz gern in die Kommentare. So Leute, kurzer Taste-Test. Was ist das überhaupt für ein Geschmack? Schokolade Brownie. Niklas hat den mitgebracht. Boah, 13 Ballaststoffe, 24 Eiweiß. Der ist schon super lecker. Also ich finde den super lecker. Vor allem, wenn man diesen Geschmack sehr, sehr liebt, wird man den auch mögen. Also Schokolade Brownie. Yummy. Das sieht lecker aus. Und es hat original 5 Minuten gedauert. Ich habe gerade diesen Tofu hier probiert. Das ist der Räuchertofu von Penny. Und der hat diese Konsistenz von Nicht-Räuchertofu, aber schmeckt räucherig und ich finde das so geil. So, ich probiere jetzt hier meine Kreation und danach sage ich euch, was alles drin ist. Mmh. Ja, krass, das ist super lecker geworden. Also, ihr braucht Zwiebeln, Kidneybohnen, Paprika, diesen speziellen Tofu, Rucola und dann Tomatenmark. Ah, und getrocknete Tomaten in Öl. Und ich sag euch eins, das Öl davon ist das beste Öl für Salat aller Zeiten. Dann Öl davon, Salz, ein cooles Gewürz, also irgendwie so italienische Kräuter oder so. Und ja, fertig ist eure 5 Minuten Mahlzeit. Super gesund. Und was auch interessant ist, wir haben ja in Kreuzberg gewohnt und da haben wir uns eigentlich
fast immer was geholt, weil, also, es gibt alles und immer und schnell und überall. Und das war, ist auch cool, ist auch convenient und lecker, aber ich sag mal, also, es ist dann schon schwerer, sich selber irgendwas zu machen, was Gesundes zu machen, weil, ja, dieses Angebot verführt einfach auch. Und hier ist es jetzt so, dass es nicht mehr ganz so breit aufgestellt ist. Dann bleibt einem nichts anderes übrig, ne? Und das ist auf jeden Fall, finde ich, jetzt echt ein Vorteil. Ja, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Schneller Salat. Gesund. Und ja, hier habe ich noch meinen veganen Kefir. Das, boah, ist so lecker, ne? Ich habe vor einiger Zeit mal so dran gedacht, ich so, oh, bis das vegan gibt, I don't know. Und dann war ich bei Vegans irgendwie so 2 Tage später wegen was völlig anderem. Und dann gab es das da. Ja, super lecker. Wenn ihr das mögt, also Kefir generell müsst ihr schon mögen, dann finde ich, ja, sehr, 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 sehr lecker. Gut für den Darm. Und ich glaube, ich komme jetzt in so ein unendliches Reden, deswegen beende ich das Video jetzt ganz schnell. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wie immer nicht vergessen zu liken, zu abonnieren. Checkt meine App. Macht mit bei der Challenge und ich freue mich aufs nächste Video mit euch.